get harder, make it better, do it faster, make sense stronger, all that never ever, after our work is never over. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Survivors Together mit mir, Gaskopf 2500 und dem Happy Bong 02. Richtig, ja, am Random Games Mittwoch spielen wir heute sozusagen Slender im Multiplayer. Es ist zwar nicht der Slendermann, der uns hier verfolgt, sondern ein Wesen mit roten Augen, aber wir werden das jetzt mal starten, würde ich sagen. Wir müssen auch wie bei Slender 11 Pages connecten. Und auch der Happy Bong nimmt auf, also Yo. Link ist in der Beschreibung und wir suchen jetzt am besten mal hier ein bisschen rum und hoffentlich erschrecken wir uns auch ein wenig, damit es auch lustig wird. Aber ich muss sagen, das rote Vieh war bis jetzt, also wir haben vor uns schon mal eine Runde gespielt, das war schon irgendwie krank, das rote Vieh. Ich habe es nur ganz kurz gesehen, weil bei mir ist das Spiel ja ein bisschen abgestürzt. Und da hinten ist ein Haus. Ja, das ist die Villa, genau. Das ist diese Villa, die ich vor uns gesehen habe. Wobei ich sagen muss, die sieht nicht annähernd so geil aus wie beim Original Slender. Da sehen die Gegenstände und so. Das Haus sieht deutlich geiler aus. Und ich komme hier irgendwie, glaube ich, gar nicht rein. Das sieht irgendwie komisch aus, das Haus. Ich komme hier gar nicht rein. Ein bisschen unfertig. Ich sehe dich da hinten. Haha, du warst bei mir im Fenster. Ah, da bist du! Oh mein Gott! Ah! Pass auf! Ich hab ne Schrift! Ah, dann nimm sie doch! Ne, die hast du, glaube ich, schon genommen! Nicht genommen, aber da ist das Länder, also der Mann ist da! Und ich backe hier gerade ein bisschen rum. Ja, ich auch! Hä? Was ist hier los? Da ist der Mann, ich hole mir schnell noch das Ding hier. Bin ich das A? Ja, sehr gut. Jetzt rennen! Der war da hinten. Ich hab ihn gesehen! Ja. Los geht's. Mein Gott, Alter, ey. Das ist ja echt krank, ey. Warum habe ich das vorher noch nie gespielt? Okay. Du, weißt du, was wichtig ist? Du musst das nachts spielen und danach in den Wald gehen, ey. Das war heftig. Oh, scheiße, hier ist irgendwie alles zu. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang und hoffe, dass mich das dieser Mann da, ich weiß nicht, ob das der Slenderman ist oder nicht, verfolgt. Wir haben jetzt eine von 11 Seiten. Er kann nicht mehr rein. Ja, dann musst du ihn lieber ausruhen lassen, weil wenn der Slenderman vor dir auftaucht, oder eher der Survivor, keine Ahnung, wer das ist. Ja, auf jeden Fall sieht er eklig aus. Musst du rennen können, der leuchtet so komisch rot. Ich glaube, der ist nicht ganz gesund. Bestimmt was Falsches gegessen oder so. Ja, jetzt sehe ich dich auf jeden Fall mal wieder. Wo bist du denn? Ja. Ach, da. Du rennst die ganze Zeit. Alter, ist das jetzt hell. Krank. Hier ist noch was. Da ist er! Scheiße, ich renne. Da ist eine Scheune, wo der war, oder was das war? Ich wollte da hin. Wieso stand der an der scheiß Scheune? Weil der die Blätter bewacht wahrscheinlich. Ich will aber noch mal zu der Scheune. Ach Mann! Kein Sender oder so mehr aufgenommen. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Da leuchtet es auf jeden Fall schon ein bisschen rot, oder? Ist das? Scheune? Ich habe mich wieder verlaufen. Ich sehe gar nichts an der. Ich sehe keine Scheune. Ah doch, jetzt bin ich hier an diesem Teil. Boah, ich sterb gleich echt. Mein Gott, Alter. Ich renne hier gerade irgendwo. Nirgendwo. Oh, ey, das ist so schwierig, hier noch was zu sehen, ey. Ich bin hier mitten in diesen Holzstapelteilen und wenn ich. Ich glaube, ich habe eine Seite, oder was leuchtet da hinten? Ich habe auch eine Seite. Da hinten leuchtet irgendwas. 2 von 11 haben wir. Die geht sogar durch. Wo bin ich denn? Alter! Scheiße. Ich hab ne Seite. Ah, super. Aber... Scheiße. Hab ich mich erschreckt. Alter, dieses Geräusch ist eigentlich das Heftigste an dem Typen. Okay. Okay, wir haben jetzt 3 von... Wow. Wow. Genau. Renn. Wieso ist der hinter dir? Oh, scheiße, Mann. Der lässt mich nicht in Ruhe. Oh, scheiße. Ich glaube, der ist direkt hinter mir. Oh, das sieht ja geil aus hier.
an, ich kann hier rein. Warst du schon bei... Warst du schon bei den Statuen und dem Friedhof? Kraskopf, ich hasse deinen Statuen. Warst du schon bei dem Friedhof? Ich habe jetzt keine Zeit gerade, der ist voll hinter mir. Das ist so köstlich. Na, rechts neben mir ist eine Mauer. Oh, das ist ärgerlich. Warst du schon auf dem Friedhof? Nee. Ich habe okay, die dritte Seite hier. an so einem, was war denn das, wie so ein gestrandetes Boot oder, nee, kein Boot, so ein umgekippter LKW oder was es war. Da okay, waren ich, so Fässer drauf hier irgendwie. Ich vermute, hier muss noch, da ist was, da hängt eine Seite. Ich glaube, der ist immer wirklich, der ist, ja, pass auf, ich glaube, der ist dann entweder wieder bei dir, weil immer, wenn man so eine Seite aufschnappt, dann ist der gleich wieder da. Ich weiß, ich hab Schiss, du. Allein vor diesem Geräusch, ey, da könnte ich ja... Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich langlaufen muss, um wieder zurückzukommen oder woanders hin. Ja, ich laufe hier irgendwie einfach lang. Ich meine, ja, klar müsste man mal auf irgendwas anderes achten, aber bei mir ist er gerade irgendwie nicht. Ja, sei froh, bei mir auch nicht. Oh, ich hab keine Ahnung, ich lauf einfach zwischen Wald. Ich guck immer schon, aber ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Baum irgendwie hier umkreisen. Ne, solltest du auch nicht. Und mir klappt dauernd mein Mikrofon aus Schock runter. Oh, Alter. Dann fällt das so runter, weil ich meinen Kopf so heftig bewege. Ich scheiße es mal, du willst abhauen, aber das Ding laggt und du kommst dort nicht weg. Und, oh, ich dachte so, scheiße. Also ich nehm flüssig mit 15 FPS auf. Was ist hier, eine Bank oder was? Ach, ich bin wieder bei der bei diesen Teilen, wo der mich zum letzten Mal erschreckt hat. Ich hab irgendwie Schiss, dass der mich jetzt wieder erschrecken wird. Immerhin, wir haben schon ein paar. Och, jetzt klappt schon wieder mein Mikrofon runter, da habe ich gar nichts gemacht. Ist was. Oder? Warte, ich kann irgendwas. Ja. Ups, gegen die Maus gekommen. Ich finde, zusammen macht's, ist es nicht so gruselig, aber es ist schon irgendwie lustig, wenn ich wie du. Ja, ich habe noch eine Seite. Yeah. Das ist eine gute Nachricht. Glaube ich. Hey, hang doch gerade was. Hing, nicht hang. Ja, ich weiß, das ist mein Problem. Da ist es doch, Mensch. Hol's dir. Ich habe mich im Wald verlaufen. Ja, da ist es. 5 von 11. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, der wird gleich wieder dich erschrecken. Das hoffe ich zumindest. Ach, hier, ich bin bei so ein paar Kanister. Bei mir, ich habe das gerade an einem Auto. An einem Auto habe ich das abgenommen. Hier sind so... Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ja, ich sagen. Ja, das war bei mir ja auch gerade. Ich habe die Seite gesehen, aber ich die mal daneben konnte... Ja. Also ich bei so Kanistern hier. Aber man gewöhnt sich aber irgendwie auch dran. Und hier, da war auch so diese drei Felsen waren dort auch wieder. Die haben mich so ein bisschen an hier Slender erinnert. Ist da eine Seite? Ich glaube, ich bin einfach nur blind. Ich sehe es manchmal vom Weiten schon so ein bisschen leuchten. Ja, eben. Das dachte ich gerade auch, aber da war... Hey, da war deine Lampe. Du läufst, glaube ich, gerade direkt auf mich zu. Ja, da kommst du her. Ich sehe deine Lampe. Hallo, ja. Max. Moin. Okay, habe ich die Lampe ausgemacht. Oh! Wow. Scheiße, ich komme nicht weg. Was ist das? Da ist er. Ja, ich weiß. Renn. Ja, hier habe ich schon geguckt an dem Wagen. Da habe ich schon ihn abgenommen. Wow! Alter, ich bin fast voll in die Arme gerannt. Scheiße. Gut, dass er dann nicht hinter mir her ist. Stirb mir hier ja nicht, bitte. Nachher bin ich dann auch noch tot. Weil dann verfolgt er ja nur noch mich. Weil wenn du stirbst, dann kann ich ja noch weiterspielen. Oh fuck, ich bin an der Mauer. Also ich nicht. Ich bin hier auf so einem zentralen Weg. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Map ist, aber die kommt mir riesig vor. Leicht entgegen. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe gerade Licht gesehen. Ich meinte auch, ich hätte dich da hinten. Ja, da bist du.
Wir müssen uns irgendwie ein bisschen... Wow! Warum? Da flimmert was, das glitzert so mega geil. Was ist das? Oh Mann, fuck, so ein Insekt, das vom Licht angezogen wird, oder was? Ach, das sind Sterne oder was? Im Gebüsch? Ist ja unlogisch. Ich bin wieder beim Friedhof. Da war ich schon mal. Ich glaube, wenn wir gleich die zweite Runde spielen, weil wir spielen ja mit Sicherheit noch eine zweite. Ja, können wir machen. Und dann werden wir... Ah! Scheiße, wie sieht der denn aus? Alter, das ist ja ein Predator, ist das ja. Das ist ja ein Raubtier. Ja, sag ich doch. Das Alter. Sieht aus wie so ein Teufel. Das hat so Hörner und sowas und... Ja. Wobei ich den Slenderman gruseliger finde, aber ich finde... Alter, diese Geräusche, die der macht, ey, ich... Na, weil alles wird um dich rum auf einmal erstmal rot. Ja, wie so ein Zauber. Ich laufe jetzt einfach quer durch den Wald, erstmal um den zu entkommen. Ja, ich laufe hier gerade auch irgendwie dumm rum. Ich bin an der Mauer. Ich hoffe, dass ich hier noch was dann finde. Langsam habe ich ein bisschen Orientierung. Ja, es geht, so langsam weiß man dann immer so ungefähr. Jetzt bin ich auf so einem großen Pfad hier. Ja, da bin ich auch. Pass auf, renn nicht zu weit, da kommt gleich der Slender. Oh, hier sind Kisten! Hier sind Kisten! Was, Kisten? Ganz viele Kisten! Ja, so groß, meinst du? Ja, so ganz viele große... Da brauchst du nicht zu suchen, da habe ich schon einen Zettel gefunden. Ja, so übereinander liegende Holzkisten. So groß. Ja, die hab ich schon, da war ich schon. Achso. Hab ich schon gefunden. Da gehe ich mal den Pfad hier einfach weiter. Dann kommt der Slender. Also der Teufel, der Luzi. Da hängt eine Seite, ich habe eine Seite gefunden. An so einem, was ist das denn? Da steht ein Skelett. An einem Wohnwagen oder so. Sehr gut. Ja, aber da steht so ein Skelett an so einem ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist ein... Skelett, das ist ein Anhänger. Wohnwagen oder was? Das ist ein Anhänger. Direkt warst du schon bei diesem Riesenberg, der so bis nach oben in die Lüfte ragt? Nee, da oben war ich noch nicht. Ja gut, da bin ich jetzt gerade und da in der Nähe steht dann das Skelett an dem Wohnwagen, was wir in meiner Folge dann sehen. Oder nicht Wohnwagen, sondern so eine... Ja, ich guck mir das, glaube ich, eh nochmal. Oh, vor mir auf einmal! Alter! Wow, warum ich? Ich glaube, da lohnt es sich sogar, beide Perspektiven mal zu sehen. Alter, es stand direkt genau vor mir. Es kam auf immer vor mir. Ich habe mich nicht umgedreht oder so. Es stand auf immer vor mir. Ja, es ist klassisch. Klassisch. Ja, ich habe kaum Zeit, mich hier zu orientieren, weil dann kommt das Vieh wieder angerandet hier. Ja. Ich schalte ja sogar manchmal das Licht aus, um mal ein bisschen Warum? So... Hä? Um das denn? Ich mach das nie aus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht das Monster mich dann nie so schnell. Keine Ahnung. Nee, ich also denke immer, wenn es dunkel ist. Genauso. Ich glaube, bisher hatte dich genauso oft erschreckt wie mich. Ja. Geht das Licht das eigentlich ist wieder der Riesenberg. Ich bin im Kreis gelaufen. Das ist eine super Idee, ja, du. Ich muss mal wieder anfangen, ein bisschen mehr nach Zetteln Ausschau zu halten. Ich renne hier. Obwohl, ich gucke eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, eine zweite Runde schaffen wir gar nicht von der Zeit her. Weil mit länger als 20 Minuten oder so sollten die Parts dann doch nicht sein, sonst muss ich dafür ellenlang hochladen. Ah, der Part wird jetzt eh noch ewig gehen, wir nehmen doch jetzt mindestens schon 15 Minuten auf oder so. Ja, und vor allen Dingen sterben wir hier nicht, das ist ganz nett. Mensch, jetzt bin ich schon wieder auf diesem Pfad. Oh, und das Monster und das Monster. Ich krieg jedes Mal übelst Gänsehaut, wenn das Vieh... Oh fuck, Mauer, Angst, Mauer. Ich glaube, ich hab irgendwas. Ne, ist nur ein. Mann, ich hänge hier nur auf so einer scheiß Mauer rum. Ist doch kacke. Das Vieh ist die ganze Zeit hinter mir her. Wir müssen mal langsam ein paar Zettel noch finden. So viele können doch gar nicht mehr. Sind denn nur noch 5 oder so, ne? Ja, 5 sind's noch. Ja, also ich glaube, wenn man auf diesen großen Pfad da geht, da kommt das Vieh immer gleich angesprintet wie so ein Hooligan, ey. Ein Hooligan. Wir hier schon für Spitznamen haben, hier Luzi, Predator und Hooligan. Das ist schon... So langsam wird's Tag oder so, oder? Guck mal, den oben ist es ziemlich hell. Ja, irgendwie ein bisschen heller. Ah, ich bin bei Containern. Warst du da schon?
Nee. Scheiße, ich hab voll Schiss hier vor, da durchzulaufen. Der ist eh bei mir, der ist eh bei mir. Wirklich, gut, der ist die ganze Zeit bei mir. Durchweg. Ja, der kann sich ja auch ein bisschen porten, glaube ich. Ich meine, man kann nicht so seitwärts gehen, das ist ärgerlich. Da ist es. Ja, genau, da war ich noch nicht. Ja, ich versuche ja auch hier noch irgendwas zu finden, aber irgendwie wird's bei mir gerade nicht so wirklich, weil das Vieh jedes Mal bei mir ist. Immer wieder! Schon wieder? Ja, ach, das verfolgt mich sicherlich noch. Ey, wenn ich jetzt mich umdrehen würde oder so, wäre das sicherlich irgendwo. Oh, nee, Alter. Immer mich, ey. Immer mich. Das ist so unfair. Wieso nur mich? Wieso verfolgt das nur mich? Weil du happy bist. Am Anfang hat's mich derbe erschreckt, ja? Also sag mal ja nix. Am Anfang hat's mich sozusagen... Ja, mich auch. Wo ich dann getötet wurde von dem Vieh. Ey, ja gut, das war ja noch dieser Testname da. Ey, scheiße, das ist Adrenalin pur, ja, ey, das ist jedes Zombie-Game dagegen ein Scheiß. So, ich muss sagen, es ist zwar ganz gar nicht so schlecht, wie ich dachte, die Steuerung ist natürlich totaler Scheiß. Ja, die Steuerung ist ein bisschen für den Arsch, das stimmt, das muss ich aber auch sagen. Aber man muss auch dazu sagen, für einen Multiplayer-Slender ist eine klasse Idee. Hier ist so ein abgestürztes Flugzeug, warst du hier schon? Nein. Wie findest du das alles so schnell, ey? Ja, ich weiß nicht. Renn einfach. Ja, ich renn. Ja, bloß wenn ich irgendwo hinrenne. War, da war er! Bei dir? Glaub ja. Denn da. Der ist bei mir! Nein, der hat sich irgendwie geportet oder so, der hat nur ganz kurz aufgeblitzt. Der ist nur ganz kurz aufgeblitzt. Ja? Ja, ich komm gleich. So, 8 von 11. Wir können gewinnen, mein Lieber. Die Sonne mit dem Mann, das ist doch unfair. Warum steht er immer vor mir? Ist doch scheiße. Weil er dich mag, Mensch. Weil er dich mag. Ich würde dich ja auch, dann angreifen. Oh, fuck, ey. Was ist eigentlich, wenn man alle Seiten hat? Ja, hat man, glaube ich, gewonnen. Ich will immer vor mir stehen. Wenn er auf dich immer Jagd macht. Ich weiß zwar nicht, warum. Ja, was ist los? Hab ich die falsche Unterhose an oder so? Oder hab ich mir eingekackt? Riecht er mich? Der riecht dich, ja. Ich stink nach Schweiß, Pisse und Scheiße und... So, würde ich jetzt nicht gegenwetten, ne? Ach, scheiße, die Wand dann, ey. Also bei mir ist ganz ruhig. Ich finde nur keine Seiten gerade. Bei mir ist ganz ruhig, schön. Bei mir rennt dieses ekelhafte Vieh in den... Oh ja, schon wieder! Hörst du das eigentlich? Ja, gar nichts. Ja, gut, bei mir ist es totruhig. Bei mir ist der eben nur ganz kurz. Oh, vor mir, schon wieder. Ich glaube, das war's gleich. Das Vieh will mich da jetzt schon alle machen, ey. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll, ey. Es ist immer wieder vor mir. Oh, scheiße, ist schon wieder vor mir. Oh Mann, das tötet mich gleich. Ja, ich glaube auch, das ist immer wieder vor mir. Also ich glaube, es lohnt wirklich nochmal beim Happy Bong und bei mir mal reinzugucken. Scheiße. Ich mach die ganze Arbeit, er scheißt sich die Hosen voll. Ja, ich kack mir wirklich bald ein, ey. Gleich ist die Wurst im Arsch, ey, durch die Hose gesiebt, Alter. Geiz aber. Durch die Hose keine gesiebt. Mehr. Wenn überhaupt bis hierhin jemand geguckt hat, ne, will ich ja auch gar nicht drauf Alter, wetten. Doch, ey, Leute, ey, guckt bis hierhin, also ich verrecke gerade. Hättest du früher sagen müssen. Ja, scheiße, Mann, ey. Da wäre ich noch in der Lage dazu gewesen, dass zu sagen. Ach Mann, warum ist er. Du hast doch so viele Seiten gesammelt. Warum lässt er seine Wut an mir aus? Oh Scheiße. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Und ich habe wieder den Berg rechts neben mir. Das heißt, ich war hier schon ungefähr. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich hingehen soll. Ich sehe nur noch Bäume, dann erscheint er, dann muss ich wieder umdrehen. Also bei mir lohnt sich's gar nicht, irgendwas hier überhaupt zu finden. Ah du, ich find schon, du hältst mir das. Ja, ich komme! Nein, du kommst jetzt nicht. Ja, scheiße, Mann, Alter. Die wollen, dass ich hier essen komme. Ja, dann sag, du machst das gleich. Ja, gleich. Stirb nur einfach schnell. Stirb da einfach schnell. Du musst nur noch ein Das hätte ich mir noch verdient. Okay. Ich sehe jetzt nur noch dich. Ja, ich bin gerade verreckt, scheiße. Nee, ne? Doch, ich bin verreckt. Wie? Ja, bist du verreckt. Reingelaufen? Ja. Wo denn? Na, irgendwo im Wald, da kam der auf einmal vor mir und dann, ja, bin ich verreckt. Ärgerlich. Ja, ich komm! Ah!
Ah! Scheiße! So, ich geh jetzt essen. Also Leute, macht's gut. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao! Scheiße! Ah, ich war weg! Ah. Okay, der Max ist jetzt auch noch weg. Ich habe mal verschreckt die Taschenlampe ausgemacht und jetzt kommt das große Finale auf meinem Kanal hier. Ach du Scheiße, ey. Ich wusste nicht mehr, wo ich langlaufen sollte, ey. Ich habe mich einfach so erschreckt hier. So, kaum ist Max tot, dann lässt es wieder seine Wut an mir aus. Also ich hole mir auf jeden Fall Max beim nächsten Mal wieder in das Spiel rein. Oh, Kacke. Ach du Scheiße. Oh, Kacke. Wir brauchen ja eigentlich nur noch 11. Also nur noch 3. 11 hatten. Was war das? Sind gerade die Augen von dem hier lang geflogen oder was? So ein bisschen erinnert mich das an den Far Cry Map Creator von Far Cry 2. Die mit dem Hochziehen und sowas. Das sah da genauso aus. Ich laufe immer um den Berg. Ah! Alter! Alter! Das war. Oh. Ja, gut. Liebe Leute, bis zum nächsten Mittwoch bei vielleicht einem anderen Spiel mal gucken. Und ja, bleibt dabei. Ich hoffe, ihr habt euch auch so schön gegruselt wie wir. Und ja, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Survivors mit mir und dem Happy Bong. Yeah, ja. Hallo, Leute. Ja, willkommen hier zu so einem Slender-Dings. Bums. Ja, das ist sozusagen Slender im Multiplayer und ich habe gedacht, an dem random Mittwoch machen wir das doch mal. Er hat überhaupt noch nie Slender gespielt, das finde ich sehr lustig. Ich finde es einfach nur scheiße. Ja, ich finde es super lustig, weil er wird sich hoffentlich ein bisschen zu Tode erschrecken heute. Oh mein Gott, Alter, ich muss jetzt mal mit der hier Maus klarkommen, so ein bisschen. Ja, das ist. Er nimmt übrigens auch auf, Kanal ist natürlich in der Beschreibung, Leute. Und, Oh Gott, wo bist du? Scheiße! Ich hab dich verloren! Ja, wir müssen natürlich blenden. Alter, scheiße, ich muss übelst mit der Steuerung klarkommen. Ich nicht. Bei mir reagiert die Maus so schnell. Ja, bei mir auch. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auf Escape... Wie kann man eigentlich rennen? Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Ich hab keine Ahnung, ich bin aus dem Spiel. Oh, scheiße, Mann! Oh, Mann! Ich weiß nicht, wie rennt man? Ich hab keine Ahnung. Wow, da steht er! Wie rennt man? Auf der Shift-Taste. Boah, war das ein Fail. Da kam direkt eine Meldung. Ah, ja, gut. DirectX ist noch nicht aktualisiert, weil ich nebenher noch ein Spiel installiere. Und wann finde ich mal hier so eine Seite? Ja, man muss immer auf die Bäume vor allem gucken. Hier ist so ein mega hoher Berg gerade. Oh, hier ist ein Haus. Oh, cool. Fuck. Eine Villa. Da gibt's bestimmt was. Also Leute, wenn ich eben nicht reagiert habe, dann tut's mir leid. Ich war nicht mehr im Bildschirm. Ein bisschen Fail. Ach, die Aufnahme ist weg. Wir können nochmal von neu. Oh, fuck. Fuck, da ist er. Scheiße. Ja, du bist oh, scheiße, Alter. Oh. Weiß ich, mich erschrocken hab. Oh, Alter, wir müssen jetzt nochmal neu starten, weil ich bin aus dem Spiel geflogen und Scheiße. Ich mir aufgenommen. Oh, Scheiße. Komm, mach nochmal neu. Oh, Scheiße. Resume. Nee, warte.